Dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz im Anschluss an die erste Hauptrunde des DFB-Pokals bzw. die Begegnung zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem SSV Jahn Regensburg. Die Begegnung endete im ausverkauften AKS mit 2:1. Vor 4.999 Zuschauern ging dabei zunächst Jahn Regensburg durch ein Tor von Dastroff in Führung, bis dann Wendt den Ausgleich für die BSG Chemie Leipzig besorgte und wir am Ende mit einem Tor von Druschki zum 2:1 den Sack zugemacht haben und in die zweite Runde eingezogen sind. Für die allerersten Einschätzungen zu dem heutigen Spiel darf ich hier bei mir begrüßen als Vertreter unserer Gäste Achim Bayerlorzer für den SSV Jahn Regensburg und zu meiner rechten Seite Dietmar Demuth als Cheftrainer der BSG Chemie Leipzig. Zunächst sei das Wort an den Vertreter unserer Gäste gerichtet, Ihre Einschätzung zum heutigen Spieltag. Ja, für uns natürlich eine bodenlose Enttäuschung. Wir sind zutiefst enttäuscht. Wir hatten das Spiel eigentlich ganz gut angenommen, sind nach einer Standardsituation dann auch durch Dastroff in Führung gegangen. Wir wussten, wie schwer es hier sein wird, welche Stimmung hier im Alfred-Kunze-Sportpark sein wird. Haben es dann verpasst, zielorientierter zu sein, unsere Stärken ins Spiel zu bringen, unsere Individualität ins Spiel zu bringen. Das haben wir alles nicht geschafft. Haben dann bis auf wenige Chancen das Spiel trotzdem kontrolliert. Auch in der zweiten Hälfte letztendlich zu wenig Torchancen kreiert, zu wenig zielorientiert, zu wenig schnell nach vorne gespielt. Ja, und dann kommt natürlich die Minute, in der das 1:1 fällt. Was soll ich sagen, es ist halt der Pokal. Ein klares Foul an unserem Rechtsverteidiger, der hinfällt. Der Stürmer nimmt den Ball, schießt ihn ins Tor. So ist 1:1. Schiedsrichter hat es nicht so gesehen. Insofern war dann das Spiel sofort auf Null gedreht. Und dann haben wir versucht, weiter nach vorne zu spielen. Haben auch den Pfostenschuss von Geipel, aber wie es halt so ist im Pokal, dann kommt ein langer Schlag, der Ball wird verlängert, der Wolleschuss geht direkt in die Ecke und wir sind raus aus dem Pokal. Es ist brutal, es ist enttäuschend für uns, weil wir auch hier jetzt merken, dass wir ja, von der individuellen Qualität so ein Spiel letztendlich zu dominieren und uns viel mehr Torchancen herauszuspielen, dass wir das nicht haben, dass unsere Spielweise vom Kollektiv kommt, vom Spiel gegen den Ball. Aber einen langen Schlag kann man natürlich auch sehr, sehr schlecht attackieren. Insofern war das auch eine wohlgewählte Taktik von Leipzig, lange Bälle und die zu verlängern. Ja, es ist brutal für uns. Und wenn man sich jetzt in der Kabine unsere Mannschaft anschaut, dann sieht es jeder so. Und mehr kann ich zu dem Spiel eigentlich nicht sagen. Ich wünsche natürlich Chemie Leipzig in der nächsten Runde viel Erfolg. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja, das ein Leid ist des anderen Freud. Von daher erstmal herzlichen Glückwunsch an Sie, Herr Demuth, zum heutigen Sieg, aber auch zum 90. Pflichtspiel für die BSG Chemie Leipzig, das dann auch noch so außergewöhnlich erfolgreich ausgefallen ist. Ihre Einschätzung zum heutigen Spiel? Ja, erstmal Glückwunsch an uns alle, an die Fans, an die Spieler, die sich hier reingehauen haben. Ich glaube, dieser Sieg ist nicht ganz unverdient, so was wir investiert haben. Wir wussten, wie Jahn Regensburg spielt. Von daher habe ich eine andere Taktik gewählt. Wir haben, wie sonst in der Oberliga, die anderen Mannschaften, haben wir uns tief reingestellt. Wir hatten am Anfang auch ein bisschen Respekt gehabt, die langen Bälle auch zu verteidigen. Die zweiten Bälle haben wir nicht bekommen, haben uns dann besser darauf eingestellt. Und ich glaube, mit der zweiten Halbzeit, haben wir das Spiel offener gestalten können, haben nicht kräftemäßig nachgelassen und mit den zwei Einwechslungen haben wir nochmal frischen Wind bekommen und haben immer dran geglaubt, dass wir auch das Ding ziehen können. Für mich hat Regensburg ja, das dann zu einfach gemacht. Wir haben uns darauf eingestellt, auf die langen Bälle. Wir haben sie sehr gut verteidigt. Von daher haben wir einfach mehr investiert. Ich habe auch zur Mannschaft in der Halbzeit gesagt, wir müssen einfach mehr investieren, wenn wir das Ding noch ziehen wollen. Und das haben die Jungs hervorragend gemacht. Die haben sich reingehauen, die sind läuferisch an die Grenzen gegangen. Und von daher ist für mich der Sieg sehr schön, aber ich glaube auch nicht ganz unverdient. Danke.
herzlichen Dank. Gibt es von den anwesenden Pressevertretern noch weitere Fragen? Bitte. Eine Frage an Herrn Demuth zu Ihrem Torschützen, zu Herrn Pruschki. Dieser tolles Tor, haut er öfter so einen raus oder war das auch für den Kai Pruschki heute besonders? Nein, Kai Pruschki ist bekannt für seine Fernschüsse, auch schon in den anderen Vereinen hat er einige Tore geschossen, die er sich nicht zu schade, auch mal aus 40 Metern drauf zu schießen, wo jeder sagt, der ist auch bescheuert. Aber das ist so, er hat so die Art und hoffentlich behält er die auch lange bei. Ich werde ihm das nicht verbieten. Vielen Dank. Frage nochmal, Trainer, wie kam es zu diesem Doppelwechsel, dass man sagt, jetzt muss Philipp Wendt rein, weil die ersten zwei Oberligaspiele war ja immer mit dabei und jetzt sind wir 66. Minute erst gebracht? Nein, ich wollte nochmal frischen Wind bringen. Wir haben 1-0 hinten gelegen, also muss ich mir was einfallen lassen. Max Kessler ist marschiert ohne Ende. Heinzi ist marschiert ohne Ende. Ich wollte offensiver spielen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut aufgegangen. Mit Buri ins Zentrum, mit Ruschki ins Zentrum und nochmal über die Außen kommen, weil ich auch das Gefühl hatte, Regensburg konnte auch konditionell nicht mehr so zulegen. Also von daher haben wir da versucht, nochmal Druck zu machen, nochmal richtig Feuer zu machen. Und uns ist das auch gelungen. Und dann haben die Jungs nach dem 1-1 an sich geglaubt und haben sich noch mehr reingehauen. Und es ist schön, dass wir und dass uns dann der Siegtreffer auch noch gelungen ist. Bitte. Herr Bayer, an Sie die Frage. Es wurde ja im Vorfeld erzählt, Herr Demuth hat gesagt, es wird einen Kulturschock für die Regensburger geben, wenn Sie herkehren. Sie haben gesagt, nein, wir sind unständig. Wie haben Sie das Spiel heute so wahrgenommen von der Atmosphäre her? Es war eine tolle Atmosphäre. Also es war eine ganz tolle Atmosphäre im Kunze-Sportpark, das muss man ganz klar sagen. Es war auch in keinster Weise feindselig. Wenn Sie wüssten, wie unser Trainingszentrum ausschaut, dass wir da in den Keller reingehen, Treppen runter und wir sind da auch sehr, sehr bodenständig, haben Container. Also wir haben ein schönes städtisches Stadion, das ist richtig, aber unsere Trainingsbedingungen, also das war kein Kulturschock für unsere Jungs. Aber die Stimmung war im Sportpark wunderbar und es war auch sicherlich so, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Stimmung auch für uns nutzen. Und wie gesagt, wir sind ja auch sehr, sehr gut oder einigermaßen gut in dieses Spiel reingekommen mit dem Standardtreffer, 1-0 in Führung, aber dann hätten wir halt nachlegen müssen und mehr investieren müssen in Offensivaktionen. Sie haben ja schon in der 30. oder 35. Minute Ihre Mannschaft angefordert, dass Sie schneller spielen sollten und schneller, also auch wenn man diese Bewegung macht, sind Sie an die Mannschaft rangekommen oder was war da die Kontrolle? Ja, es ist natürlich schwierig, prinzipiell schwierig, eine tiefstehende Mannschaft zu bespielen. Das sind immerhin 10 Spieler, die sich da gut positionieren, die fit sind, die kämpfen können, die auch Fußball spielen können. Und insofern ist das sowieso eine Herausforderung für jede Mannschaft. Ja, wir haben gestern Bayern München gesehen, da gibt es ein 1-0 und wir sind, glaube ich, alle der Meinung, dass Bayern München die wohl beste Mannschaft in Deutschland ist, auch die spielstärkste Mannschaft. Und trotzdem tun sie sich schwer, wenn eine Mannschaft aufopferungsvoll kämpft und wir tun uns da sowieso, das wissen wir, wenn wir gegen einen tiefspielenden Gegner spielen, der uns das Spiel überlässt, dann ist das sicherlich keine unserer Stärken. Jetzt müssen wir uns natürlich genau überlegen, wie oft wird das stattfinden in der zweiten Liga und wie viel investieren wir jetzt in der Weiterentwicklung in dem Bereich oder natürlich in die Weiterentwicklung unseres Spiels gegen den Ball, denn das wird halt sehr häufiger für uns relevant sein in der Liga. Aber heute hat man gesehen, wir haben uns schwer getan. Wir hatten einige gute Aktionen über links, wir hatten ein paar sehr gute Hereingaben über rechts, aber es war dann letztendlich nicht entschlossen, nicht zielorientiert genug, um das zweite oder das dritte nachzulegen. Die Chance, die wir hatten, Marco Grüttner in der zweiten Hälfte, die haben wir leider am langen Pfosten vorbeigeschossen. Ja, und dann kommt es eben zu so einem 1-1. Brauchst nicht mehr nochmal wiederholen. Okay. Jetzt noch meine Frage von mir ist, gestern ist Dynamo Dresden was Ähnliches, die gehen sogar zweimal in Führung und scheiden dann aus gegen den unterklassischen Club. Das heißt, man hat das Gefühl, dass die Mannschaften jetzt erstmal diesen niederklassischen Club nicht unterschätzen, sondern sie gehen ja in Führung. Aber woran liegt das dann, dass man dann sagt, okay, jetzt im Spiel, jetzt verwalten wir das, ist das dann nur eine Kopfsache oder dass man sagt, wir führen sie? Ja, das ist schwierig, wenn man es wüsste, dann könnte man es vielleicht auch abstellen und abschalten. Aber die Situation ist schon so, dass wir uns bemüht haben. Also ich habe den Willen, kann ich meiner Mannschaft nicht absprechen.
Muss ich ganz klar sagen, es ist keine Willensgeschichte. Und auch definitiv, ich habe meine Mannschaft jetzt auch bei der Übernachtung hier wahrgenommen, wir haben auch definitiv von der Einstellung her nicht das gebracht. Aber man muss halt dann im richtigen Moment nachlegen. Und wenn man insgesamt sieht, wie schwer sich die Bundesligisten tun, dann ist es halt einfach auch der Pokal. Und das ist was Besonderes. Und ja, war uns schon bewusst, dass wir hier eine Stimmung kriegen, dass die Mannschaft von Chemie Leipzig auch Qualität hat. Also das haben wir auch wahrgenommen. Aber es ist halt unheimlich schwierig für uns, so einen tiefstehenden Gegner so zu bespielen, dass wir eine Vielzahl von Torchancen kriegen und daraus natürlich auch Profit ziehen. Nochmal? Sie sind jetzt schon vorbereitet auf den nächsten Lieblingsgegner. Auf meinen nächsten Lieblingsgegner? Ja, im Pokal. Das ist mir eigentlich egal. Ich möchte wieder so einen Gegner, an dem man spielen kann, nicht so einen starken, jeder wünscht sich Bayern oder Dortmund oder so ein Hammerclub. Ich wünsche mir so einen kleinen Club, den man vielleicht auch noch mal siegen kann, dass man noch eine Runde weiterkommt. Denn die Hütte wird hier sowieso voll sein. Gibt es noch weitere Fragen? Nein? Das freut mich zugegebenermaßen, denn für uns alle ist es heute ein sehr außergewöhnlicher Tag und wir haben tatsächlich einen Grund zu feiern, nach 23 Jahren mal wieder eine Runde weitergekommen im DFB-Pokal. Das wird jetzt gefeiert, davon haben Sie uns bisher abgehalten. Schönen Dank, dass wir das jetzt hinter uns gebracht haben. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Tschüss.